Eurobike steht für Radspaß in Europa. Wir von WirtschaftsTV waren heute bei der Eröffnung des neuen Betriebsstandortes in St. Florian am Inn. Gefeiert wurde dieser Tage im Innviertel, genauer gesagt in St. Florian am Inn, dem neuen Betriebsstandort der Firma Eurobike, der Radsparte der Eurofun Touristik GmbH. Ja, ich freue mich natürlich darüber, weil erstens wird die Inkoba damit aufgewertet durch ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist und das vom Standort hier aus auch sehr wesentlich beitragen wird zur Wertschöpfung am Standort Oberösterreich, und das kann nur gut sein. Die neu errichtete Servicestation bietet Gästen ideale Rahmenbedingungen für ihre Radtouren sowie kostenlose Parkmöglichkeiten. Radsportbegeisterte bekommen von uns einen sorgenlosen Urlaub, wo sie sich eigentlich rein aufs Radfahren, auf die schöne Landschaft und auf die Genüsse an der Strecke konzentrieren können. Die Eurofun als Veranstalter übernimmt die Hotelbuchung, den Gepäcktransport, die Ausarbeitung der Routen. Wir stellen Routenunterlagen zur Verfügung dann auch, geben Einkehrtipps und unterstützen unsere Gäste auch, wenn es irgendwelche Fragen oder kleine Problemchen auf der Strecke gibt. Begleitet wurde die Betriebsansiedlung von den Experten der TMG, der Wirtschaftsagentur des Landes Oberösterreich. Dieses Projekt der Firma Eurofun zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, rechtzeitig Flächen zu sichern in ganz Oberösterreich, damit Firmen, wenn sie wie hier wieder zurückkommen aus Salzburg, sofort etwas finden und sofort starten können. Natürlich begleiten wir die Firmen im behördlichen Verfahren, im Förderverfahren, aber was hier entscheidend war, sofort eine Fläche zu haben für eine Firma, die bauen will und bauen muss, weil es der Markt momentan trägt. Die Investition von Eurobike umfasst rund 1 Million Euro auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern. Das interkommunale Betriebsbaugebiet Scherding, kurz Inkoba, wächst damit weiter und wird durch Eurobike auch internationaler. Prinzipiell bieten wir die gesamte Betreuung der Unternehmen vom Kauf von Flächen, von der Aufschließung von Flächen, von der Begleitung in den ganzen Behördenverfahren bis hin auch zu Kontakten zu Kunden und dergleichen an. Wie viele verfügbare Flächen gibt es hier noch? Es gibt derzeit noch 50.000 Quadratmeter verfügbare Fläche in der Inkoba. Wer Europa mit dem Rad entdecken möchte, kann sich direkt beim Radreisespezialisten unter www.eurobike.at über die besten Radtouren informieren.